Israels Metropole Tel Aviv war bereit für den letzten Tag des Judo Grand Slam. Und die ZuschauerInnen sollten noch einmal ein Spektakel geboten bekommen. In der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm lieferte Ras Hershko in der Vorrunde eine wahre Show ab. Nachdem sie noch nie zuvor auf heimischem Boden Gold geholt hatte, war heute ihr Tag endlich Platz 1. Wunderbare Szenen auch danach, als Hershko zusammen mit der kommenden Generation israelischer Judoka Party machte. IJF-Botschafter Lior Ras war vor Ort, um ihr die Goldmedaille zu überreichen. Amazing! Wow! Es ist unglaublich, ich liebe es, zu Hause zu kämpfen mit all diesen tollen Zuschauern. Es ist der Wahnsinn. Vom Anfang bis zum Ende feuern sie dich an. Es ist fantastisch. In der Klasse bis 90 Kilogramm standen sich die Freunde und Rivalen Beka Gwiniaschwili und Christian Tod gegenüber. Gwiniaschwili gewann schließlich Gold. Der gegenseitige Respekt füreinander blieb. IJF-Gast Moris Janaschwili überreichte die Medaillen. In der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm holte Weltmeisterin Alice Bellandi aus Italien erneut Gold. Ihre vierte Top-Platzierung bei der World Judo Tour in nur wenigen Monaten. Sie erhielt ihre Medaille von IJF-Direktor Wladimir Bartha. In der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm kam es zum Kampf zwischen Selim Kurtsoyev und dem Grand Slam-Sieger von Paris vor zwei Wochen, Michael Korel. Der Aserbaidschaner behielt am Ende die Oberhand und bekam seine Goldmedaille von IJF-Direktorin Dr. Lisa Alan. Ich liebe es, hier in Israel zu kämpfen. Es ist eine tolle Atmosphäre mit so vielen Kindern, die mich anfeuern. Die Menschen hier lieben Judo. Das ist wirklich belebend. In der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm holte Tsetsengel Otku aus der Mongolei mit einem hart erkämpften Sieg über Ushange Kukauri aus Aserbaidschan Gold sein insgesamt dritter Grand Slam-Erfolg. Die Medaille gab es von IJF-Direktor Florin Daniel Laskau. Das Publikum erlebte einen denkwürdigen Tag und feuerte seine Helden permanent an. Lokalmatador Peter Palczyk brachte in einem tollen Kampf die Zuschauer zum Toben. Er gewann zwar keine Medaille, doch der 31-Jährige verkörpert Energie und Enthusiasmus für den israelischen Judosport. Tel Aviv zeigte sich von seiner besten Seite.